Guten Tag, liebe Kunden. Heute ist der 7. November 2013 und ich möchte Ihnen gerne meine kurze Präsentation mit diesem Video vorstellen. Es geht um die mediale Beratung Nummer 2 und es geht zwar um die bestimmten Fragen, die Sie auch quälen und Sie möchten bestimmt etwas aus dem Leben, aus dem Schicksal wissen und ich muss ein bisschen sagen für die, die immer Angst haben, nicht alles entscheidet im Leben über den eigenen Wille. Es gibt bestimmte Einflüsse, schicksalhafte Bedingungen, die wir nicht beeinflussen können oder nur teilweise verändern könnten, wenn wir bestimmte Zeit in Betracht gezogen haben. Es kann aber sein, dass das auch nicht hilft. Also es gibt bestimmte Bereiche, die wir nicht verändern können. Und zwar zum Beispiel, dass wir unsere biologischen Eltern nicht wählen können. Das ist schon etwas, was vorprogrammiert ist. Und heute möchte ich Ihnen kurz diese große Legung vorstellen. Das ist meine Autorenarbeit. Das ist eine sehr alte Legung. Selbst die Kartenzeichnungen, die sind zu alt. Und wie Sie aus meinen vorherigen Videos wissen, es geht bei mir um Symbolik. Und Symbolen und es geht um die Farben und ich kann mich auf das konzentrieren, auf die Person, auf die Frage und ich kann dann durch diese Symbolik die Antworten bekommen. Das ist eine Art, die höheren Mächten zu befragen, wenn wir auch Erlaubnis dazu haben. Das ist eine große Legung von mir ausgearbeitet. Es geht hier um 52 Karten plus Joker. Ich nehme für diese Legung nur einen Joker. Und dieser Joker kommt immer auf die letzte Karte der Legung. Diese Legung mache ich nur einmal im Leben für die Person. Und wenn diese Person nochmal die bestimmten Fragen hat, die einen schicksalhaften Einfluss haben, hat, dann gucke ich auf dieses Schema und gucke, wo die Antwort steht. Erzähle ich ein bisschen natürlich über diese Legung und was hier wir auch sehen können. Vor 2 Wochen habe ich eine Frage bekommen. Es geht um einen Mann, der etwa schon 62 Jahre alt ist. Er lebt in Sibirien und ich kenne das Leben von diesem Mensch einigermaßen gut. Und der hat nichts zu verbergen und ich konnte dann auch, was ich sehe, auch die Antworten bekommen. Das ist auch richtig so. Und die Personen auch schematisch beschreiben, danach auch so konstruieren, dass wir wissen, worum es geht. Und alles, was ich hier herauslesen konnte, hat die Person und gute Bekannte, also gute Verwandte von dem auch das bestätigt. Die Frage war: Der Mensch hat ein großes Haus, einen Hof, und bei ihm ist es noch nicht klar, so wie es das mit dem legalen Papier aussehen wird, ob seine lebende Mutter noch etwas im Papier verändern wird und dass er auch dieses Haus verliert. Und er hat in dem Haus, in seinem Hof, sehr viel Arbeit gesteckt. Und er lebt auch mit seiner Frau sehr viele Jahre dort. Und er möchte natürlich
schon wissen, wo er so in seinem Alter bleiben wird, ob er in die Wohnung gehen muss oder ein anderes Haus oder einen anderen Wohnort suchen muss und so weiter. Und diese Frage muss ich natürlich per Schicksal erklären. Also es reicht hier nicht, die Befragung für ein Jahr zum Beispiel oder für 5 Jahre zu machen. Hier geht es um das gesamte Leben. Man kann auch sagen und antworten endgültig, was mit ihm passiert. Also in meiner Legung, der Mann, also ich mache immer wie Mademoiselle Lenormand aus Frankreich gemacht hat. Ich nehme immer das Zeichen König Herz für den Mann. Und dann, wenn er die Partnerin hat im Leben, dann nehme ich dann die Hauptpartnerin. Das ist die, die immer schicksalhaft und in der Nähe so seelisch verwandt ist. Das ist immer Dame Herz. Und wie Sie sehen, dann im ersten Teil sehen wir dieses Paar schon und seine Mutter und seine erste Frau zum Beispiel stehen hier in Verbindung. Und ich kannte, also innerhalb von bestimmter Zeit haben wir sehr viel hier über das Leben besprochen. Und ich habe dem Mann dann geantwortet, dass er, wie auch aus dem Leben aussieht, dass er dieses Haus verlassen muss. Und zwar die Frau, mit der er jetzt sehr viele Jahre zusammen wohnt, muss auch leider dieses Haus verlassen. Sie wird nicht mit diesem Mann bis zum Ende des Lebens in diesem Haus zu wohnen. Also für ihn steht, dass er dieses Haus nicht bis zum Ende baut und dass er die Renovierungen nicht zum Ende ausführen wird. Wie es aus der Energie steht, leider wird die Frau, die alte Frau, sehr Zeit in Anspruch nehmen und wird bis zum Ende des Lebens nicht entscheiden, was sie mit diesem Erbe, mit diesem Haus auch macht. Also die Entscheidung wird wie früher, dass dieses Haus nicht dem Sohn gehören wird. Obwohl er noch einige Weile in diesem Haus leben wird, aber steht fest, dass das nicht zumutbar ist. Und ich kann ein bisschen euch ein bisschen erzählen aus privatem Leben, wenn zum Beispiel jemand sich trotzdem interessiert, was man so sehen kann. Ist natürlich interessant, dass zum Beispiel der Neffe, der hier nicht so gut in Verbindung mit Verwandtschaft steht, der wird auch einen Teil davon von dem Erbe bekommen, von der Erbschaft. Und hier steht er als Gegner in der Position. Und obwohl der Fragende ihn sehr wenig vom Gesicht kannte, der wird eine große für ihn im Leben, für meinen Fragenden schon spielen, wenn es um dieses Haus gehen wird. Und natürlich zum Beispiel magische Einflüsse. Der Mann hat auch das bestätigt und ihm wurde auch früher von einigen Wahrsagern erzählt, dass er zum Beispiel hier die Frau hatte, mit der er ganz kurz zusammen war, aber trotzdem verheiratet. Und diese Frau hat ihm eine negative, also schwarze Magie bestellt, gemacht, und man kann auch sehen, dass so etwas auch im Leben dieser Fragende reingeflossen ist. Also man kann hier sehen, dass jemand hier nicht mit goldenem Strahl gekommen ist, sondern der ist ganz mit einem künstlichen Weg in seinem Schicksalsweg sich befand. Und ich kann nur auch sagen, dass zum Beispiel interessant ist, dass hier er einen Verwandten hat über seine Schwester, der auch
als Professor arbeitet und man konnte seine Gedanken auch verfolgen. Das war interessant, dass dieser Mensch in dem Bild auch so gedanklich abzulesen ist, als er als ein Pferd auf dem Schachspielbrett steht. Und so denkt auch dieser Mensch, der Einfache macht einen Schritt und dieser Professor macht zwei Schritte. Also es gibt solche Menschen, die ganz vorne denken und ganz forsch sind. Und hier zum Beispiel sehen wir in diesem Bild auch einen Forscher. Das fand ich auch interessant. Und das fand ich auch interessant in dem Leben von der Frau, dass so karmisch vorprogrammiert ist, dass sie immer wieder etwas also im Leben vom ehemaligen Männer, die sie auch von Bekanntschaft hatte, auch schlechte Ereignisse bekommen hat. Die haben für die Frau sehr negativ, die waren sehr negativ in ihrem Leben. Und warum ist das und so, weshalb ist das so, muss man das auch so von der früheren Inkarnation von der Frau wissen und nicht unbedingt, dass sie im physischen Körper lebhaft war, sondern abzufragen, was war mit der Seele los, dass sie solche und negative Verknüpfungen mit solchen Personen, die sie auch kennt und bestätigt, auch gehabt hat. So, das war diese große Legung. Man kann mit dieser Legung über 5 Stunden tätig sein und unsere viele Personen beschreiben. Und nach meinen Erfahrungen lese auch ich aus dem Blatt sehr viele Informationen über andere Menschen, die für den Fragenden im Leben sehr entscheidend sein müssen. Also die Person, die hier steht, sie hat schon über die Hälfte des Lebens gelebt und die Person kenne ich auch. Und ich kann auch sagen, dass viel, viel, was hier steht, auch so ist. Und natürlich habe ich dieses Beispiel für die Kunden bereitgestellt, um ein bisschen etwas zu beschreiben, was man auch bestätigen kann. Es gibt natürlich bei mir Menschen, denen Schicksale ich zum ersten Mal sehe und die bestätigen trotzdem. Also sie sagen, ja, das weiß ich und das habe ich auch erlebt. Also man kann aus diesem Bereich wissen, welche Arbeiten der Mensch ausüben wird, welche Berufe oder Berufe er ausüben wird, was er so vom Leben erlebt, welche Menschen er trifft, ob er die leiblichen Eltern bei sich hat und wie viele Kinder wird er haben und so weiter und so fort. Man kann so etwas auch voraussagen, berechnen, ausrechnen und sagen, was so karmisch bedingt ist und was man lieber trotzdem vermeiden möchte oder auf welches Thema mehr Betracht ziehen. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und hoffe, dass Sie diese mediale Beratung Nummer 2 auch irgendwann bestellen. Auf Wiederhören!